Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Siegem Studio. Mein Name ist Master Schmieder, wir befinden uns hier im Digi-Szenario und wie wir sehen, hier wird fleißig geforscht und zwar in unserer Covarex-Anreicherungsprozess. Wir haben, kann ich das hier gerade mal nicht? So, danke. Wir haben zwar nicht unbedingt die Flaschen so weit vorrätig, wie wir sie brauchen, aber ich hoffe, dass währenddessen wir forschen, noch jede Menge Flaschen dazukommen, dass die Wartezeit am Schluss nicht zu groß wird. Wir müssen dafür sorgen, und das ist wirklich, da müssen wir wirklich jetzt Sorge für tragen, dass die Produktion von den Prozessoren weiterhin so voranschreitet, damit wir hier unten genügend, Einheiten frei haben, um gelbe Fläschchen zu machen. Das heißt, wir brauchen immer drei Prozessoren für eine, für zwei Fläschchen, ne? Ja, glaube für zwei Fläschchen. Aber dafür müssen wir natürlich hier fleißig diese Chips herstellen und die dann auch mal ein bisschen durch die Gegend tragen. Also wir werden jetzt dafür sorgen, dass wir so ein bisschen das Rohstofftaxi spielen. Ich werde hier auch mal ein bisschen die Produktion ein bisschen anheizen, damit das ein bisschen vorwärts geht hier. Und dann werden wir hier nochmal in die Mitte schon mal ein bisschen was reinschmeißen, dass hier auch wirklich mal die Prozessorenfabrikation vorwärts geht. Jetzt ist natürlich das Problem, dass ich wieder vorzugsweise behandelt werde und auch beliefert werde. Deswegen muss ich jetzt auf das Taxi spielen. Aber so ziehe ich Ressourcen aus anderen Produktionssträngen ab und gebe sie in einen bestimmten weiter. So ist jetzt zumindest mein Plan erstmal. Viel was anderes brauchen wir ja momentan nicht. Ich könnte mal irgendwann eine Modernisierung vorstellen. Ich weiß gar nicht, kann man eine Modernisierung über die ganze Karte machen? Was ist das hier? Das ist Reparatur wahrscheinlich. Also, dass man hier eine Modernisierungsoption macht. Wechseln mir alle blauen Fabriken gegen gelbe aus oder so? Könnte möglich sein, dass das irgendwie funktioniert. Aber ich bin mir nicht sicher. Und weil ich mir nicht sicher bin, dann lasse ich das erstmal so. Hier mal Granaten. Ach, wie schön. So. Das ist jetzt auch das Einzige, was gegen die Steine hilft, die Granaten. Wir werden jetzt aber natürlich, weil wir auch fleißig buddeln wollen weiterhin. Weil wir spielen ja nicht das Digi-Szenario, weil wir nicht liegen wollen. Wir wollen ja ordentlich buddeln. Und da sehen wir hier unten, da sammeln sich dann sogar ein paar Fläschchen an. Das ist schön. Also das müssen wir ab und zu jetzt mal machen. Ich denke mal, wenn wir diese Kernforschung, also wirklich diese Kerntechnologie durchhaben mit dem atomaren Zeugs hier, dann werden wir, habe ich jetzt schon wieder so einen Roboter aufgenommen, Tatsache, ich habe schon wieder 12 Stück in der Tasche, dann werden wir hoffentlich dann weiterkommen an anderen Stellen, beziehungsweise durch den Strom, nicht mehr den übermäßigen Strom, ja, oder dass wir uns nicht um den Strom kümmern müssen, dadurch. Was ist da los? So, ich stopp da nicht. Was hier? Ist da hier Öl? Nee. Ach nee, das ist ein totes Vieh. Dass wir dadurch dann an anderen Stellen sehr viel Freizeit bekommen, beziehungsweise nicht Freizeit, sondern was verbessern können oder halt eben einfach größer ausbauen können. Wir müssen halt eben irgendwie nur eine Möglichkeit finden. Gott, was ist denn heute los mit mir? Brachzentrum ist gerade irgendwie auf Pause. Wir müssen halt nur irgendwie eine Möglichkeit finden, dass wir ja diese Steine schneller loswerden. Ne? Also entweder müssen wir da wirklich noch mehr leveln, dass wir jetzt wirklich sagen, okay, nichts mehr in die Landfills tun, sondern erstmal die Teiche so lassen und wir leveln uns erstmal nochmal hoch mit ein paar tausend Steinen. Damit wir schneller abbauen können, mehr Inventarplätze haben und oder. Oder wir müssen wirklich versuchen hier, warte mal, kann ich so einen bauen? Ich kann so einen bauen, ne? Ja. Sehr schön. Was wollte ich sagen? Ja, das doch denn militärisch zu lösen. Halt einen Panzer bauen und mit dem Panzer hier durchfahren und dann mit Panzergranaten einfach. Sprengstoff haben wir ja. Panzergranaten raus und dann einfach hier großflächig die ganzen Steine wegboxen und bolzen, damit wir dann Platz haben zum Bauen. Obwohl wir ja momentan eigentlich genügend Platz haben zum Bauen. Wir müssen ihn nur sinnvoll nutzen. Das haben wir ja auch noch nicht geschafft. Aber halt, um Erze zu finden zum Beispiel, ne? Dass man dann einfach mit dem Panzer durchfährt, bam, 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 bam. Und dann sagt, ah, guck mal, da liegen Erze. Und dann baut man da halt ein großes Erzförderwerk hin. Ja, so in der Art. Da bin ich mir noch nicht sicher, was da sinnvoll ist oder wie das am sinnigsten umzusetzen geht. Ich hoffe mal, dass ich da auch so den einen oder anderen kleinen Hinweis von euch bekomme. Ich weiß ja nicht, ihr habt das ja wahrscheinlich auch gespielt schon. Wahrscheinlich schon, ihr seid ja wahrscheinlich schon einen Kilometer weit weiter als ich. Da gehen echt 10 Magazine mindestens wieder drauf, ne, für so ein Viech.
Und sind wir bei 3300 sind wir. Vielleicht habt ihr da auch noch so einen klitzekleinen Hinweis, dann vielleicht nicht unbedingt was spoilern. Na doch, könnt ihr ruhig. Wir können uns ja damit dann Ziele aussetzen, die wir unbedingt haben wollen oder beziehungsweise die wir dann erreichen können. Wie wir das große Ziel jetzt der Anreicherung haben. Ja, da geht einige drauf. So. Und das haben wir ja jetzt, sind wir ja jetzt, na, sagen wir mal, nicht ganz auf der Zielgeraden, aber wir sind schon mal ganz nah dran. Aber wirklich, durch die beiden Energieschilder, ne, der beißt mich einmal, dann fällt das Energieschild ein bisschen ab. Und wenn er das nächste Mal beißt, ist mein Energieschild schon wieder voll. So, das ist super. Warte, ich muss doch gar nicht so weit hoch, ne? In der Höhe ist der doch angebracht. Naja gut, wir können ja trotzdem hier rüber buddeln. Das ist ja nicht weiter schlimm. Wo muss denn der überhaupt hin? Warte mal. Doch gar nicht so weit weg von hier, ne? Da muss der hin. Da passt der wunderbar rein. Alles klar, okay. Da muss der rein. Dann werden wir hier mal ein wenig Platz schaffen, damit wir den dort unterbringen können. So. Ich habe es echt geschafft, ein ganzes Wochenende übrigens mein Fernsehen nicht anzuhaben. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich glaube, in anderen Let's Play, aber nicht in diesem. Ich habe es echt letztes Wochenende geschafft. Also wissen Sie, wir sind jetzt hier am Sonntag, aber also für euch ist jetzt Sonntag, für mich ist Dienstag. Muss ich echt überlegen, welcher Tag heute ist. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schrecklich. Dabei bin ich gar kein Student. Dabei gehe ich doch täglich arbeiten. Ich müsste doch wissen, dass das schon der zweite Tag arbeiten war in dieser Woche. Alleine nur deswegen, weil dann morgen Mittwoch ist. Und morgen Bergfest ist. Oha. Okay, zwei von den Viechern sind dann schon ein bisschen giftiger. Dann müssen wir mal kurz ein bisschen Reis ausnehmen. Okay. Also zwei von den Viechern sind dann schon giftig. Da können wir dann schon Schwierigkeiten kriegen. Was wir an Munition jetzt rausgehauen haben hier auf dem kurzen Stück. So, habe ich das jetzt auf einer richtigen Höhe gebaut? Ich glaube nicht, aber wir werden sehen. Gut, dann holen wir mal den Funkturm ran hier und dann gucken wir mal. Nee, der muss ein bisschen tiefer hin. Na da, ein bisschen tiefer. Okay, also gut, zwei Reihen noch wegboxen. Kriegen wir hin. Hoffentlich auch ohne Zusammensturz, aber das sieht erstmal ganz gut aus. Wieder Steine. Achso, ich habe die gar nicht in meinem automatischen Abfall, ne? Wupp. So. Dann haben wir doch schon gleich wieder ein bisschen was gelöst. So, sehr schön. So, den noch weg hier. So, jetzt müsste es passen, ne? Da passt er wunderbar hin. So, dann haben wir nämlich genau auf der Stromline lang, habe ich nämlich hier. So. Und wunderbar, zap, zap, rap. So schön sieht das aus, wenn die Roboter dann wieder fliegen. Und sie sich bei mir Steine holen. So, und wir können hier erstmal ein bisschen sowas reinfüllen. Damit hier wieder ein paar Prozessoren kommen. Und dann gucken wir mal ganz kurz nach. Was ist denn hier? Hier fehlen die Förderdingsbums, also die Kupferbänder. Hier fehlen auch die Kupferbänder. Ist jetzt wieder Kupferbandmangel oder... Das ist einfach ein Robotermangel, ne? Wieso eigentlich? Hä? Wieso habt ihr zu wenig Kupferbänder? Man fordert doch 800 an. Da müssten doch eigentlich die ganzen Roboter da drauf fliegen eigentlich hier. Und mehr als genug da von dem Zeug. Hm, na gut. Das werden wir noch erfahren, was da das Problem ist. So, wir gucken mal ganz kurz in die Forschung. In die Forschung, so. Ja, es nimmt ab. Und es nimmt leider Gottes mir zu schnell ab. Also wir haben schon 200 von diesen Fläschchen verbraucht. Brauchen 1500 für diesen ganzen Weg. Das sind ein bisschen mehr als 200, die wir wahrscheinlich schon verbraucht haben. Aber es ist nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt habe. So, wir werden jetzt hier erstmal aus unserem automatischen Abfall rausgehen. So. Das nehmen wir erstmal wieder an uns. Und werden mit den Steinen jetzt... Naja, leveln wir mal nicht damit. Wir werden uns noch mal ein paar Landfills holen, weil die brauche ich einfach für unser Projekt. Will an vielen Stellen, muss ich noch Seen zumachen. So, das ist kein Landfill mehr, aber wir haben noch mal zwei Sp-
bezacken. Ach, Munition wurde mir auch gebracht. Sehr gut. So, gucken wir mal hier. Wie sieht's aus? 22 hatten wir am Ende der letzten Folge. Haben wir immer noch. Schade, schade, schade. Der hier oben kriegt kein Döns. Da gucken wir nochmal selbst da oben in die Produktion. Ob wir da nicht nochmal mit unterstützen können. Weil genau das passiert ist wieder hier oben. Die Fässer sind nämlich vollgelaufen hier. Komm noch nicht ran, Mann, verdammt. Grrr. So, ich bin zu dick manchmal an manchen Stellen. So, wir sind hier drin, 71 Fässer. Die holen wir uns mal auch raus. So, kann er nämlich erstmal wieder ein bisschen was abtransportieren. Der hat wahrscheinlich auch 100 Fässer hier drin. Na. So. Dann schmeißen wir die erstmal hier wieder rein. Und dann machen wir hier auch mal das Verlangen nach diesen Fässern etwas größer. So. Dann werden die ja auch da erstmal mit hin abtransportiert. Gut, dann haben wir wahrscheinlich genügend Kunststoff oder so. Oder zu wenig Kohle. Ah, genügend Kunststoff ist eigentlich also ist auch nicht voll unbedingt, aber... Naja, ist ein bisschen was da. Hier ist auch was da, also die Chips können auch hergestellt werden. Also es ist jetzt wirklich eigentlich grüne Chipsmangel, ne? Also... Und grüne Chipsmangel kann man eigentlich... Wieso ist eigentlich immer grüne Chipsmangel? Da hatte ich doch dann eigentlich festgestellt, dass ich da so jede Menge von... Sag mal. Wollte das so frei bauen, dass ich hier immer überall geradeaus durchlaufen kann. Wenn ich nicht geradeaus laufen kann, ist natürlich mein Problem, aber... Das verstehe ich nicht, warum hier so wenig von diesen Rollen hingeliefert werden. Von mehr als genug da. Dass die durchproduzieren könnten bis zum Umfallen. Verstehe ich nicht. Grüne Chips, her damit. Alles, was du hast. Dann schmeißen wir die damit rein hier wieder bei der Prozessorherstellung. So. Gut. Dann können die nämlich hier Prozessoren herstellen bis zum Umfallen. Und wir machen dann hier unten schön fleißig gelbe Fläschchen. So, wie sieht es hier aus? Hier haben wir auch nochmal eine Metallplattenproduktion, Stahlproduktion, Metallplatten, Kupferplatten. Hier sind auch Metallplatten. Hält sich. Hier unten haben wir natürlich noch ein Erzzeug. Da können wir auch nochmal Erz abbauen. Wie sieht es hier aus mit dem Erzförderern? Eigentlich ganz gut, ne? Sind natürlich auch schon einige raus jetzt hier. Ein bisschen haben noch... Auch Uran ist noch da. Das ist schön. Hier unten ist ja dieses Mega-Uran-Vorkommen, ne? Da sind immer noch 13 Uran für da. Und du... Ach, du bist... Ach, das ist ja natürlich schade. Du bist ja gar nicht angeschließt. Sowas, du kannst gar nichts machen. Sowas, sowas, sowas. Da hat sich das Uran aufgehalten. Naja, gut, okay. Aber wir haben es dann noch gesehen und konnten es wieder abstellen. Manchmal renne ich einfach vor denen weg, ne? Guck mal, hier liegen 136 Stück drin. Ich mach hier mal die Anforderung runter. Mach die mal auf 30. Und nehme hier mal einfach ein bisschen raus. So. Die müssen da nicht drin rumliegen, weil so eine Kisten brauche ich nicht so oft. Dass die da zuhauf rumliegen müssen. So, dann gehen wir nämlich wieder zur Prozessorherstellung da hinten hin und dann schmeißen wir die da einfach rein wieder. Alles, was wir haben. Dann sollte uns dann hier weiterbringen. So, ja, wir wollen Prozessoren haben. Das ist unser großes Spiel, unser großer Vorteil hier. Dann werden wir das mal zubauen hier. Und auch betonieren. Achso, den Dings kann ich natürlich in die Kiste... Oh, Entschuldigung. Den... Das Gelöt hier von dem Sprengstoff, das brauche ich nur wirklich nicht. Leider funktioniert das natürlich nicht auf den Klippen, aber das, naja, war ein schöner Gedanke, dass das funktionieren könnte und ich damit vielleicht eventuell etwas schneller hier weiterkomme. Aber wir werden wahrscheinlich irgendwann die Panzermethode dafür nutzen. Apropos Panzermethode, wir können ja mal gucken, können wir den Panzer überhaupt bauen? Habe ich das schon erforscht? Habe ich noch gar nicht erforscht. Ich habe auch noch die Panzergranaten noch gar nicht erforscht. Siehst du wohl, da haben wir den Salat schon wieder. Da haben wir noch richtig was zu tun. Hier einen Raketenwerfer könnten wir noch machen. Na gut. Ja, mit so einem Panzer kommen wir da oben natürlich noch ein bisschen besser klar. Gut, dann werden wir uns hier oben jetzt noch ein bisschen verlustieren. Und zwar werde ich jetzt einfach die Wand hier setzen wollen. Das heißt also, ich werde jetzt hier den Weg so weit machen, dass ich da die Wand setzen kann. 14 haben wir jetzt. Da ist noch ein bisschen Zeit. Da können wir noch ein bisschen wieder buddeln hier. Habe ich eigentlich meinen automatischen Abfall? Habe ich hier noch 20k geschoben? So. Ach, ihr schon wieder.
So, 3344. Na, schade. Keine 3333. Das wäre schön. Das wäre richtig schön. Aber na gut, haben wir nicht. Machst du nichts. Ist halt so. Haben wir nicht gesehen, ne? Aber vielleicht sehen wir die 3400 dann. Mal kommen, gucken, ob wir da hinkommen. Oder ob wir da auch wieder komplett verträumt sind und irgendwas tun und mal feststellen. Oh, schon erreicht. So, das wird ja dann nachher mit dem... Achso, da wollte ich hier noch bei Casino Sky vorbeigucken, ne? Dieses Tutorial-Video. Ja, das muss ich unbedingt noch machen. Da müssen wir noch reingucken. Damit wir da auch die Gabe haben oder beziehungsweise die, das auch richtig aufbauen. Und natürlich das, was wir mit dem atomaren Strom machen, auch optimal nutzen dann. Dieses hier irgendwie, dass man zwei Reaktoren nebeneinander stellen soll, dadurch ist der Energieoutput irgendwie vervielfacht und ja, müssen wir mal gucken, wie man das macht. So richtig weiß ich es ja auch nicht. Ich habe ja, ne, wie so vieles in Factorio selbst alles noch nicht unbedingt selber mal gebaut. Also so mit Atomstrom habe ich noch nie was gemacht. Ich habe immer Solarkraftwerke in Massen gebaut. Also wirklich in Massen. Aber um der Funktion bin ich ja hier beraubt. Das kann ich hier ja so nicht machen. Und das ist natürlich schade, aber fordert heraus. Und das ist ja auch schön, wenn man was Herausforderndes hat. So, 1, 2 kommen dahin, 1, 2 kommen dahin. Hier auf der Ecke kommt eigentlich einer hin. Den haben wir noch nicht. So. Dann kommen hier zwei hin. Und dann ist hier die Ecke vom nächsten Feld. So. Aber auch nicht, was ist los hier, Mensch. Robbys. Wenn die irgendwann nicht mehr kommen und keine Steine mehr bei mir abholen, dann haben sie alle Kisten vollgelagert, ne? So ist das ja. Da hören die ja selber mit auf. Gut, dann haben wir das. So, dann können wir hier oben, müssen wir also noch einen höher gehen, damit wir dann die Mauer auch schon setzen können für das ganze System hier. Einfach nur schon mal vorbereiten. Vorbereitende Maßnahmen für das große Finale. Ne? Für den großen Raketenstart. In, keine Ahnung, 200 Folgen oder so. 200 Folgen? Oh, dann nimmt der Mund aber richtig voll, ne? Das geht garantiert nicht gut. So, der scheint mir einen tiefer zu stehen als die anderen. Warum hat der eigentlich keinen Strom? Das ist nicht verbunden miteinander. Na gut. Was soll's? Das werden wir dann gleich regeln. So, gehen wir nämlich hier runter und gucken wir mal, was ist denn da los? Wieso hat er keine Verbindung dazu gekriegt? Ja, ist genau um einen zu kurz. Naja, dann machen wir das so. Dann hat er jetzt auch Strom. So, kann er sich aufladen. Das ist schon mal gut. Dann werden wir den nämlich genauso schon einmauern hier. Ich glaube, der eine Stromer steht auch genau eins so weit oben, ne? Ja. Ja gut, wenn wir den nicht dazu weit oben hingestellt hätten, dann hätte es unten gepasst. Naja, gut. So, dann, dann hingebaut, hier hin. Und hier geht die denn los. Gut. Alles klar. Zwei Platz lassen. 1, 2, 3 hinbauen. Zwei Platz lassen. Drei hinbauen. Drei hinbauen. Und dann hier den Einstich schon mal anfertigen. So, dann hier Einstich anfertigen. Und hier haben wir dann den Teich. Achso, nee, das brauchen wir nicht. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. So, jetzt bauen wir uns wieder ein hier. So, da haben wir dann den Teich drin in dem Gebiet. Na gut, das macht erstmal nichts. Und wie wir es schon kennen, ne, wir bauen jetzt erstmal das Prinzip vor. Und dann nachher, wenn wir die Bergwerkgeschichte hier hinsetzen, dann werden wir das natürlich entsprechend umsetzen. So. Sehr schön. Dann geht das jetzt hier weiter. 1, 2, 3. 2, 3, so, und dann hier den Einstich. Und dann können wir eigentlich auch gleich die setzen, die denn hier bei den Strommasten in die Richtung kommen, ne? Da können wir nämlich gleich auch die Spur setzen, wo die Pfeiler hinkommen. Dann bricht das hier schon mal. Sehr schön. Ich breche in tierischer Begeisterung aus gerade. Ob der vielen Steine, die ich schon wieder abgebaut habe.
Oh. Und da haben wir uns verbaut. Aber dieses gleichmäßige Gepiepse hier von diesen Robotern, ne, das ist auf der Dauer, das kann durchaus auch beruhigend wirken, ne? Also zumindest hat es bei mir so eine leicht beruhigende Wirkung. So. Das ist auch, ja, piepst da was. Aber das ist nur los hier. Hack ab. Hack ab den Stein. So. Dim, dim, dim. Schöne Musik haben wir wieder. Schön, auch was Beruhigendes. Muss ja auch mal sein. So. Und dann können wir nämlich hier unten in der Mitte... Oh, da ist ein großer, dicker Beißer. So, du möchtest jetzt garantiert beschossen werden. Und dann stirbt er. So, hat jetzt nämlich noch einen angespuckt von beiden? Hier ist was los. Hier ist was los. So, dann können wir nämlich hier auch die Mauer setzen. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Die brauchen wir dann nämlich nicht mehr. So, das sieht doch gut aus. Und dann gehen wir gleich hier nochmal durch. Wie viel Zeit haben wir es denn jetzt? Naja, gut. Ja doch, machen wir nochmal. Wir gehen jetzt hier nochmal durch. Und kreisen das ein. Und dann haben wir ein weiteres großes Gebiet. Zumindest schon mal umkreist. Und können dann Zelle für Zelle einzeln dann freikämpfen. Und ja, vielleicht. Also ich sag mal, den Bereich hier hinten, den. Was ist denn los? Den Bereich, den hier hinten, den ich jetzt hier freigelegt habe, das ist eigentlich dann. Soll oder später der Atombereich werden. Also das soll da hinten hinkommen. Hier oben sollte eigentlich, wenn dann nur erstmal Erzförderungen kommen, beziehungsweise mal gucken. Also Produktionsstätten nutzen hier oben ja erstmal nichts, weil wegen Flugweg und so, ne? Das ist natürlich ziemlich weit alles und das muss man ja jetzt nicht übertreiben hier. So, gerade buddeln wir uns genau auf den Teich drauf zu. Haben wir den Salat schon wieder? Ja, wir haben ja 57 von den Dingern. Oder sogar noch zwei da oben drin. Wieso? Hä? Wie sind die nach unten gerutscht? Habe ich da mal drauf geklickt? Kann wirklich sein. 30 Roboter habe ich schon in der Tasche. Mann. Hä? Was los? So. Gut, aber den Teilchen haben wir ja gleich zugeschüttet hier. Das ist ja... 1, 2, 3 fix ist das gemacht. So. Wunderbar. Teil voll kippen. Sehr gut. Und dann haben wir noch 44. Gut, dann werden wir uns dann hier auch durchbauen. So. Schön, dann können wir die nämlich abreißen hier. So, dann geht das hier noch weiter. Ach, die Kiste kann ich mitnehmen. Und hier geht's hoch. Oh, nicht so viel abreißen hier. Gut. Also, das haben wir dann hier schon mal eingebaut. Das sieht auch ganz gut aus, dass das hier eine Höhe ist. Ne? Wir gucken mal. Ja. Dann haben wir hier einen großen schwarzen Fleck, den wir noch wegschaffen müssen. Und da müssen wir natürlich ein bisschen Landfills noch einbauen. Ich glaube, die holen schon keine... Nee, ich habe auch keine Steine im Dings mehr. Haben sie alles abgeholt. Sind die denn jetzt da alle fliegen? Die fliegen denn nicht. Oh, 350 Stück fliegen nicht. Das ist natürlich jede Menge, wenn nur 500 fliegen. Von 850, dann haben wir jede Menge, die gerade nichts tun. Wie viel haben wir da drin? 22 immer noch. Schade. Dann machen wir hier mit dem automatischen Abfall wieder auf volle Pulle. Und dann holen wir uns hier nochmal ein bisschen was ab. An Landfills. Und 600, so, nochmal 2000, okay. Dann doch lieber da erstmal draufklicken, dann haben wir wieder 10 von denen, super. Super, läuft doch bei uns, läuft. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Wir sehen schon auch hier, die Brennstoffgeschichte ist jetzt momentan wirklich an ihrer Grenze. Wie viel Forschungsfläschchen von den gelben Hammern noch? Oha. Da gehen die gehen richtig weg. Also da haben wir jetzt so von 700 haben wir schon 400 verbraucht. Und wir haben kein Drittel geschafft, wo ich gesagt hätte, okay, wir haben jetzt vielleicht dann noch so mal ein paar nachproduziert. Also das wird uns ziemlich lange aufhalten, die gelbe Produktion. Ich glaube, da werden wir eine große Kraftanstrengung nochmal machen, das wirklich von Hand nachproduzieren und dann wirklich uns Dinge in die Kiste produzieren lassen, damit nur wir sie nutzen können und ähnliches.
damit wir da ganz schnell nachkommen, weil es gehen natürlich jetzt auch Ressourcen in Richtung dieser Produktion hier wieder, weil die natürlich auch anfangen, wieder die Fläche nachzuproduzieren, die hier oben rausgegangen sind. Und wenn man aber sieht, naja, da haben wir noch 800 von, also hier haben wir noch 800 von 1000 sogar noch, also, und hier haben wir dann auch noch 600, 700 Fläschchen. Da geht, also es gehen jetzt schon ordentlich Fläschchen über den Ladentisch hier, muss man ehrlich sagen. Und deswegen gehen auch jede Menge Ressourcen durch und hat ordentlich was zu tun. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.